Hallo Freunde der Lost Places. Mein Name ist David und das wird heute mein erstes Video. Das Wetter ist nicht so besonders, aber das schaffen wir schon. Es sind zum Glück nicht viele Leute unterwegs. Es ist ein alter Bauernhof, steht wohl schon seit guten 10 Jahren leer. Und ja, ich melde mich dann wieder, wenn ich drin bin. Wir sind jetzt am Haus, am Hof und da unten ist der Eingang. Und ja, jetzt werden wir da mal reingehen. Ist bloß blöd, weil genau gegenüber ist ein Haus, das ist bewohnt. Und ich möchte mich ja nicht unbedingt erwischen lassen. So Freunde, ich bin jetzt drin und ich muss nur ein bisschen ruhig sein. Hier laufen Passanten vorbei. Aber es ist schon echt beeindruckend. Zwar wo mal der Heustadel, Stroh, Heu. Hier hat man womit das Heu getrocknet. Vorne ist nämlich auch noch ein Ventilator. Das ist schon beeindruckend. Kartoffelwaage. Zementsäcke, oder was sagt ihr? Nur mit dem Licht aufpassen. Heuwagen, anderer Wagen. Und da ist noch eine Leiter. Na, da gucken wir gleich mal hin. Hinten ist eine Tür, da geht es bestimmt in das Wohnhaus. Ein Handschuh. So, schauen wir mal hoch, gehen wir mal die Leiter hoch, falls es ein bisschen dunkler wird. Wie gesagt, ich muss mich mit einer Hand ein bisschen festhalten. Schauen wir mal, von wann der ist. 1967. So, gehen wir mal hoch. Oh, was sehen wir? Nichts sehen wir, ne? Also ich glaube, hier oben ist ziemlich tote Hose. Unten von den Schläuchen einen drauf und schon hat man ein neues Fahrrad.
Okay. Für den Winter vorgesorgt. Fürs Dach auch. Stutzig. Das sind Grabkreuze. Wenn man beerdigt wird, bevor der Stein kommt, kommen diese Kreuze dahin. Irgendwie ein bisschen gruselig gerade. Muss nur mit dem Licht aufpassen. Da ist ein Fenster, genau da drüben ist ein Haus. So, dann gehen wir mal auf den Dachboden und machen von oben nach unten. Ich nehme euch mit, wie ich sehe. Oh, hier oben schaut es aus wie Baustelle. Oh, guck mal. Ein Bein. Herrgott, sag, ist hier oben dunkel. Und noch ein Fahrrad. Juhu. Falls es ein bisschen verwackelt ist, ich muss gucken, wo ich hinlaufe. Weil hier oben ist das Dach undicht. Und das knackst und knirscht überall. Und ich möchte gerade nicht in den zweiten Stock fallen. Hey Freunde. Hey Freunde. Da oben sieht man das. Also ich werde jetzt mal so schnell wie möglich hier wieder runtergehen. Weil da oben ist auch schon raus. Und nicht, dass mir die ganze Scheiße hier auf den Kopf fällt. Bis sie heilt, weißt du, dann gehen wir wieder runter. Klirr, klirr. Hier oben gibt es ja eh nichts mehr zu sehen. Sagen, aber wer in seinem Haus so Holz stapelt, muss man jetzt nicht unbedingt verstehen. Wow. Ja, Wahnsinn. Von euch steht sich jetzt da reinlegen für 5 Euro und zudecken, aber zudecken. Wahnsinn, das muss man schon für die Nachwelt mal aufheben, sowas. Das weiß ich auch nicht. Wir haben hier Messis gewohnt. Sich überlegt, irgendjemand hat die Jacken da mal hingehängt, ne? Oh, schaut euch das.
Zeit auch stehen geblieben. Kurz vor 3 Uhr. Ob es Nachmittag oder in der Nacht war. Geräuschkulisse hier, das ist schon abartig. Ein Zeitungsfan. War bestimmt mal Zeitung austragen und hat keine Lust mehr gehabt. Geweckt. Lecker. Die ist auch schon ganz lang stehen geblieben. Schöne Uhr. Und vergammelt hier vor sich hin. Ist das nicht traurig? Hm? Müssen wir jetzt wieder aufpassen. Da drüben ist ein Haus. Ah, Brettspiele, Töpfe, eine Waage. Ja, so viel stehen wir jetzt auch gerade. Herausforderung, wer mag in dem Bett schlafen? Das da, das Grüne am Boden, das oben durch ist. Auch hier die Uhr stehen geblieben. Also wie gesagt, wenn ihr am Boden grün seht, passt. Das Hotel kann öffnen, hier ist auch ein Bett. Aber schau durch die Decke an. Oh, na, hoffentlich fällt mir die jetzt nicht auf den Kopf. Ja,
Schattenproblem gehabt. Schlafzimmer hier. Elternschlafzimmer bestimmt. Kaffeemaschine. Alter Herd erscheint. Beule. Altes Bild. Und das von Maler. Zeit. Sehr ganz deutlich zu sehen. Oh, schaut euch das an. So, jetzt geht's ins Wohnzimmer. Davor geht's in die Tenne. Ganz so doll aufpassen wegen Licht, weil da die Fensterläden zu sind. Hier, Geschirr, alles noch drin. Alles noch da. Stylischer Aschenbecher. Funktioniert sogar noch. Cool. Das Highlight. Der unglaubliche Röhrenfernseher. So gemütlich hatte. Aber man hat früher wahrscheinlich so gelebt. Auf jeden Fall, der Sessel wäre cool. Der Sessel ist cool. Nicht so verratzt wäre. Auch hier eine Uhr mit Zeit stehen geblieben. Schöner kleiner Ofen. Aber nicht angeschlossen. Wer weiß, vielleicht war ja hier doch schon mal jemand. Entwendet. Die sind ja cool, die Schränke, oder? Sind die Schränke nicht cool? So, dann gehen wir in die Küche. Januar 2009. Ich zeige sie jetzt nochmal nicht, weil da die Region drauf ist. Ich hoffe, mich sieht jetzt ein Apfelsaft. Guckt mal. Sogar noch was drin. Am 5.06.2009 abgelaufen. Hier ist die Küche. Wieder ein Kreuz. Da graut es mich schon ein bisschen vor. Wow. Hier war wohl wie eine Art Bad. Auch hier. Uhren stehen geblieben. Und wieder im Bett. Knarr, knarr.
gesagt, ich frage mich, wer hier gehaust hat. So kann man doch gar nicht wohnen. Ich glaube, hier geht's in den Keller. Ja. Und ich hasse Keller. Holz, Leiche. Jetzt aber nicht rein. So, dann haben wir es schon geschafft. Dann sind wir durch. Holz, Holz, Holz. Müll, Müll, Müll. Gut, dann sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuschauen.